Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Galgenberg. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator und ich gucke hier gerade wunderschön hier runter aufs Dorf und wir sind im Dezember, immer noch im Dezember. Ja, ich bin kräftig hier am Verkaufen und Machen und Tun und wir bringen jetzt mal hier die Eier vom Hof. Die Eier vom Hof und zwar zum Bioledle, weil dort sollten wir einen relativ guten Preis kriegen, obwohl wir ja schon ein bisschen hinten dran sind, was das Thema Verkauf von den Eiern, von den Hühnereiern angeht, nämlich einen Monat zu spät, aber ist okay. Alles können wir nun mal auch nicht rechtzeitig zum besten Preis, da müssten wir das dann auch wieder automatisieren in irgendeiner Form und das geht halt hier auf der Konsole, glaube ich, nicht. So, wir fahren zum Bioledle, der ist zufälligerweise auf unserem Hof und dann können wir anschließend Material, ja, jetzt schauen wir mal so, dann können wir, komme ich hier rum überhaupt? Ja, okay. Ja, das ist so ein Problem mit diesem Anhänger. Und dann können wir anschließend Mais, ich glaube Mais und Getreide müssen wir hochbringen zu den Hühnern auf unseren Dorfhof. Weil die Tierchen, die brauchen ja auch noch ein bisschen was zu futtern. Und wenn wir nämlich dann gerade da unten sind, dann können wir das natürlich dann auch bei Gelegenheit erledigen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen hier von außen schauen. Kommen wir denn hier rum, ohne dass wir noch größeren Schaden anrichten? Das Ding hat aber auch echt eine ziemliche Ausholbewegung und da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, ob wir uns da was anderes holen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert am Bioledle. Ob wir denn da das Material dann auch ordnungsgemäß abgeladen bekommen und verkauft. Oh, da steht noch was. So, lass mich mal kurz schauen. Wir müssen natürlich auch das Bioledchen aufmachen. Na? Na? Ja, also, sehr schön. Okay, okay, okay. Greift das sich das so, oder? Nee, das muss ich... Ah, Glück gehabt. Okay. Ja, ihr seht es. Mittlerweile über 515.000 haben wir auf dem Konto. Und wir sind mit dem einen Silagebunker noch gar nicht fertig. So, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Ja, irgendwie ist das jetzt blöde, ne? Weil den Anhänger haben wir jetzt hier. Damit können wir aber nichts anfangen. Naja. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Wir könnten natürlich, wenn wir die Schaufel sowieso da haben. So. Einmal abhängen. Wenn wir die Schaufel sowieso da haben, dann können wir ja auf jeden Fall ein bisschen Getreide oder Mais mitnehmen und schon mal einwerfen. So. Okay, mal die Hilfe wieder einschalten. Befüllung starten, Weizen oder Gerste. Ja, nehmen wir Weizen. Denn, wie gesagt, den Anhänger, ja, den müssen wir so mitnehmen, das hilft nichts, denn sonst haben wir da nichts. Wir könnten natürlich doch, jetzt fällt mir was ein, damit wir nicht ganz eine Leerfahrt haben, könnten wir natürlich, ich glaube, Käse mitnehmen. Lass mich nochmal schauen, wie der Verkauf aussieht für Käse. Ja, doch, hier waren wir richtig. So, und zwar für Käse und Butter. Ja, Januar, 1700, das passt und ich gehe davon aus, dass der beste Preis da mitzukriegen ist bei der Molkerei. Ist logisch. Käse wohl genauso und da sind wir auch gut. Also, Bingo. Ja, Bingo, das passt. Dann nehmen wir nämlich jetzt einfach hier mit dem Anhänger Käse und Butter mit. Und ihr seht es hier jetzt. Wir haben noch ein bisschen was in dem Bunker, da muss noch ein bisschen was raus. Aber das ist kein Problem. Jetzt haben wir natürlich das nächste kleine Problem. Okay, wir müssen den Anhänger jetzt erstmal zur Seite stellen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch den Anhänger mitnehmen. Ne? Ist ja kurz wie gesprungen. Aber wie gesagt, auf kurz, über kurz oder lang müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir hier bei diesen Anhängern bleiben. Ah, jetzt schaue ich gerade mal. Die Frage ist, wir können, glaube ich, nur eins mit reinnehmen, gell? So, wir laden Käse aus unserem Zentrallager.
Das ist ein bisschen schade. Da müsste man dann schon von Hand arbeiten mit Paletten und ähnlichem. Naja, da kriegen wir nichts mehr rein. Das passt so. Okay, dann fahren wir damit zur Molkerei. Machen damit auch nochmal richtig einen Reibach. Ja, da müssten wir jetzt schon mit dem richtigen LKW und dann mit Hubwagen und allem und die Paletten einzeln reinbringen. Dann könnten wir das natürlich auch gemischt fahren. Ansonsten wäre das doch eigentlich auch mal eine Option für irgendeinen Autolot. Die Consolieros würden es dem Modder danken. Denn für uns Consolieros ist das alles ja nicht ganz so easy und so trivial. Jetzt schauen wir mal, weil... Die Sache ist natürlich, mit dem Anhänger werden wir da nicht so einfach durch die Molkerei fahren können, weil mittlerweile haben wir ja festgestellt, es gibt ja eigentlich hier einen Trigger. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, sind wir schon wieder dran vorbeigefahren? Ah ja, die Molkerei ist hier. Ich habe ja, klar, vor lauter Quatschen. Ja, weil es gibt natürlich hier die Möglichkeit, hier durch die Molkerei zu fahren, aber das wird natürlich jetzt mit dem Anhänger nicht klappen. Da werden wir uns böse verhaken. Müssen wir mal schauen. Okay, so, klappt das? Da müssen wir ein bisschen weiter vorfahren, glaube ich. So, und wunderbar, das klappt. Es wird abgeladen und wir machen jede Menge Kohle. 572 und 5577 extra. Ja, wir sehen. Das wird ein lukrativer Monat. Und warum machen wir das? Weil wir ja gesagt haben, wir wollen dann nach diesem Monat die Schwierigkeit auf schwer stellen. Das bedeutet dann gleichzeitig, dass wir auch weniger für unsere Produkte bekommen an Geld. Aber ich denke, wir haben dann genügend Reserven im Geldbeutel, damit wir auch wirklich dann auch mit etwas weniger auskommen. Und ich meine, die... Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier wieder rumkommen um die Kurve. Aber ich meine ja auch, dass es mittlerweile alles hier läuft, die gesamten Produktionen und so weiter. Ja, musste der Yogi hier das Auto dahinstellen? So, da müssen wir ein bisschen durch die Botanik. Kommen wir mit der Achse vorbei. Ja, wir kommen ein bisschen vorbei. Okay, wir haben da jetzt ein bisschen getrickst. Okay, geht allerdings. Aber es ist auch, wie gesagt, der Anhänger, wenn er einfach eine Nummer kleiner wäre, wäre es ja auch okay. So, aber den brauchen wir halt, um unsere Eier, um die Hühnereier wegzubringen. Okay. Ich glaube, so können wir den stehen lassen. Und dann werden wir hier noch ein bisschen Material einwerfen. Und ansonsten müssen wir auf jeden Fall mit dem Kipper Futter noch hochbringen ins Silo. So, aber ich glaube, damit sind die jetzt erstmal gut versorgt. Wir schauen mal rein zu unseren Tieren. Oh, da passt ja jede Menge rein. Okay. So, 12.27 Uhr. Wir müssen auf jeden Fall mal kurz reingucken. Und noch ein bisschen Silage schaufeln. So, die stellen wir hier ab. Sehr schön. Wir müssen noch etwas Silage schaufeln. Dann kriegen wir mit Sicherheit den Bunker jetzt auch leer. Und dann schauen wir mal, wann wir den anderen Bunker anfangen. Ja, man sieht, da ist wenig drin. Da passt wieder viel rein. Und mittlerweile habe ich es mir gemerkt, es ist ein Radlader. Radlader. Heidenei. So, und was haben wir denn noch drin? 27.000. Also noch knapp 35.000. Okay. Könnte sogar sein, dass wir den jetzt gleich leer kriegen. Naja, wobei, der Behälter füllt sich. So. Aber wir müssen auch mal gucken, wie es denn jetzt aussieht mit Milch und natürlich für unsere Produktionen. Ich glaube, Wasser und Miste. Naja, wir schauen mal.
Es geht uns hier die Arbeit ja nicht aus. Es ist jede Menge zu tun, aber es ist, wie gesagt, jetzt auch sehr lukrativ. Es kommt was bei rum. Das ist schön. Wir sind in einer Phase, wo wir uns also nicht mehr um jeden Euro Gedanken machen müssen. Wir können dann auf jeden Fall auch mal zwischen der Saison auch verkaufen. So. Na? Das macht mir schon wieder ein kleines bisschen Sorge, was ich da sehe. Als würde da ein bisschen übrig bleiben. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das dann rausgekratzt kriegen im Zweifel. Vielleicht müssen wir dann doch wieder die Fräse nehmen, damit wir auch die letzten Körner hier rauskriegen. So. Und weiter geht's. Jetzt fällt mir gerade was auf. Das Gerät hat doch irgendwie noch eine Funktion, oder? Zuklappen? Ach, spannend. Okay. Ah, klar, natürlich, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Na, das hätten wir ja wirklich vorhin machen können, ne? Oh Mann, da sind wir ja ein bisschen hängen geblieben an dem einen oder anderen. So, das hat er jetzt aufgenommen. Was haben wir noch? Noch 8000. Ja, dann können wir ja hier eigentlich nochmal ein bisschen aufnehmen. So, was ist das Problem, mein Freund? 7000, ja, okay. Also ich habe so den Eindruck, dass wir hier nicht alles rauskriegen mit dieser großen Schaufel. Da werden wir noch ein bisschen nacharbeiten müssen, glaube ich, mit einem kleinen... Mit dem Glas vielleicht, mit dem Frontlader. Oder wir kommen mit unserem Teleskoplader. Jetzt sind wir schon wieder da vorne hängen geblieben. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier runterkommen. So, so sind wir jetzt unten eigentlich. Ach, das ist ja witzig. Der backt da hinten durch. Beziehungsweise hat kein Kohli. Ob das jetzt am Bunker liegt oder an der Schaufel. Okay, da zeigt an, dass da noch 1300 drin, 1300 drin sind. Ach du Schande, das liegt da hinten dran. Ah, okay, okay. Also das ist ja nicht schön. Da hat der Bunker irgendwie ein Problem. Oder ist es hinten runtergeflogen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir da noch ein bisschen was machen müssen. Weil sonst kriegen wir hier in den Bunker nichts mehr rein. Der muss leer werden. Unbedingt leer werden. Das ist ja interessant. So. Okay, was haben wir da drin? 70.000. Und hier liegt tatsächlich Material rum. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das rauskriegen. Okay. So, dann fahren wir mal hinten zum anderen Bunker und holen schon mal Material. Jetzt wollen wir wissen, dass man das Ganze ja auch zuklappen kann. Okay, sehr schön. Boah. Ja, also wie gesagt, diese Knicklenkung, das ist nicht so mein Ding. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile auch einen Mod, der einem hilft, dass also die Kamera vorne mit der Lenkung mitgeht, was es natürlich dann auch ein bisschen einfacher macht. So, wir machen hier auf und dann geht's weiter. Achso, ich wollte gerade schauen. 273.000. Eieieiei. Wir werden uns vor Geld kaum noch retten können. So. Sehr schön. Ja, ich muss natürlich hier immer mit der Kamera mitsteuern, damit ich überhaupt sehe, wo der hinfährt. Und wie gesagt, da gibt es anscheinend einen Mod. Den müsste ich mir mal installieren, damit der immer mit der Lenkung mitgeht. Das würde es natürlich schon ein bisschen einfacher machen. So.
Okay, okay, okay. Also, der hat jetzt wieder hier zu tun. Dann schalten wir den mal aus und spurten mal rüber zu unserem Lindtrack und werden auf jeden Fall mal zwei Fuhren hochbringen. So, weil er hat ja in der Zwischenzeit Milch abgeladen. Ups, keine Delle reinmachen ins Auto. Und dann bringen wir mal den Hühnern ein bisschen Mais und ein bisschen Getreide. Stopp, 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 stopp. So. Mit unserem Strautmann. Ups. So ist richtig. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen rückwärts reinfahren. Das ist immer so eine Sache hier. Ja, wie gesagt, der Yogi, der baut es halt nicht immer einfach für uns. So hat man immer ein bisschen was zu tun, immer ein bisschen was zu rangieren. So, Dele, komm, komm. Befüllung starten, da nehmen wir auch wieder Weizen. Und ich glaube, das sollte auch mal reichen erstmal. Dann bringen wir das hoch und schmeißen es gleich mal rein. Und ich denke, dann machen wir das Ding gleich voll. Dann sind die Tiere auf jeden Fall mal versorgt und können arbeiten. So, wir haben bestes, bestes Wetter hier auf der Galgenberg. Endlich scheint mal wieder hier richtig die Sonne im Dezember. Es ist mal wieder hell. Ich glaube, die letzten zwei, drei Folgen waren ein bisschen arg dunkel. Aber so ist es halt nun mal im Winter, wenn die Sonne tief steht. So, wie haben wir denn geschaltet? Ja, das werden wir gleich sehen. Augenblick. Abkippseite. So, hinten. Da müssen wir noch schauen, dass wir die Butter noch verkauft bekommen. Und wie gesagt, dass wir hier im Dezember nochmal richtig in Reibach machen. Und dann für den Januar stellen wir um auf schwer. Dann wird es im nächsten Jahr deutlich, ja was heißt deutlich? Also es wird dann auf jeden Fall weniger Erträge oder weniger Geld geben für unsere Erträge. Aber dennoch sollte es ausreichen, denn wir sind ja gut aufgestellt mittlerweile. Aber was man vielleicht noch machen könnte, die eine oder andere Produktion, weil ich glaube, eine Ölmühle gibt es hier keine. Und es gibt ja noch eine Freifläche. Der Yogi hat uns ja oben im Dorf noch eine Freifläche gegönnt, wo wir ja bauen könnten. Und dann könnten wir natürlich hier diese Fläche erwerben und noch die eine oder andere Produktion draufpacken. So, meine Lieben, es gibt Futter. Dann schauen wir mal rein. So, Getreide 3,8. Ja, jetzt machen wir mit Getreide praktisch voll. Ja, mit Getreide ist voll. Das heißt, dann bringen wir das restliche Getreide, machen, werfen wir hier ins Silo. Dann holen wir noch eine Fuhre Mais und die packen wir gleich ins Silo. Und dann ist für die Tierchen hier auf jeden Fall genug gemacht. Sehr schön. Und dann nehmen wir wieder mal den Hinterausgang. Den Hinterausgang von unserem Dorfhof. Jo. So. Ja, ob wir noch einen weiteren Hof hier kaufen sollten, um den zu bewirtschaften, das weiß ich jetzt noch nicht. Also das, wie gesagt, es wird immer mehr Arbeit. Auf jeden Fall hier mit dem Kleinteiligen. Und ob wir da noch einen weiteren Kuhstall, weil ich glaube, es gibt nur Kuhställe hier im Dorf. Es gibt nur einen einzigen Schweinestall und den haben wir schon. Und einen Schafstall gibt es überhaupt nicht, weil der würde natürlich, also so viel ich zumindest weiß. Und wir können auf der Konsole ja im Moment Status Quo jetzt keine weiteren Tierställe setzen. Und insofern, ja, wir fangen mal unten durch. Und insofern wäre es jetzt eigentlich, also wir haben jetzt zwei Kuhställe, einen Schweinestall, wir haben die Hühner am Start. Und jetzt wäre eigentlich die logische Konsequenz, da wir nicht mit Pferden arbeiten wollen, so, hier fahren wir rein.
mit eben den Schafen. Die Schafe wären jetzt eigentlich die nächste logische Konsequenz, aber die haben wir und können wir auch nicht, ne? Wie bereits ausgeführt. Also, deswegen die Frage, ob wir uns wirklich noch einen weiteren Hof dann gönnen wollen oder ob wir dann einfach nochmal ins Thema Produktionen weiter einsteigen. So, Dele, dann packen wir uns noch ein bisschen Mais rein. Ich denke, Mais müsste ja da sein. Mais, sehr schön. Ja, da lassen wir es aber bewenden. Wir brauchen ja noch ein bisschen dann auch für unsere Schweinchen. Ja, das werden wir sowieso nicht verkaufen, den Mais. So, an unserer Schweinefuttermischanlage vorbei, an unserem Zentrallager hier vorbei. Und dann nochmal zum Dorfhof. Ja, und in Kürze wird die BGA wieder ein bisschen was auswerfen. Ja, die bringt uns so ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht, 40.000, 50.000 pro Monat, pro Stunde, wenn wir sie voll gefüllt haben. So. Ja, sie hätte jetzt auch wirklich ein kleines bisschen weiter drüben auf dem Gehweg laufen können. So, Dille, das Ganze ab ins Silo. Und da müssen wir jetzt hier links rum und einmal an den unseren Hühnern guten Tag sagen. Guten Tag, Mädels. Wunderbar. Einmal abladen, bitte. So, dann haben wir mit Sicherheit genügend Material für unsere Tierchen. Und wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Hier von der schönen, wunderschönen Galgenberg, auf der es so viel zu tun gibt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, vielleicht über ein Like oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr das nächste Mal wieder hier mit dabei sein wollt, auf der Galgenberg, die wunderschöne Map vom Yogi. Ich bedanke mich und sage Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.